So, jetzt gebe ich euch einen kleinen Einblick in das Datum, unabhängig davon, wie man jetzt diese Kanji schreibt. Es ist jetzt einfach nur allgemein. Die Kanji kommen extra speziell ja noch in der Kanji-Rubrik. Also, erstmal überhaupt zum Datum. Zuerst das Jahr, dann der Monat und dann der Tag. Das ist das Kanji für Jahr, für Monat und für Tag. Dröseln wir das Ganze wieder auf. Nehmen wir uns 2007 vor. So, die Zahl als solche besteht aus der 2, der 1000 und der 7 und dem Anhängsel Ja. Mit den Zahlen sind wir so weit, wie es geht. So, also heißt 2007, also das Jahr 2007. Ni, Sen, Nana, Nen. Das spricht man als ein Wort aus. Eine Gruppe bildet eine Gruppe, ist das Anhängsel. Also Ni, Sen, Nana, Nen. Heißt das Jahr 2007. Die 8, der 8. Monat. 8 ist klar. 8 bleibt 8. Und dann kommt das Anhängsel für Monat, für den 8. Monat. Und Monat ist Gatsu. Also Hachigatsu. Der Tag, der 31.08.2007. Besteht aus der 3, der 10 und der 1. Also San, Ju, Ichi. Und der Tag Michi. Das wäre jetzt so allgemein das Datum. Es gibt natürlich auch da wieder Besonderheiten, wo die Aussprache von den Zahlen wieder anders ist. Aber da komme ich speziell nochmal drauf. Ich wollte jetzt allgemein nur ein bisschen so das Datum zeigen, weil ich angefangen habe, schon bevor ich überhaupt wusste, was die Kanji genau bedeuten oder wie man sie schreibt. Dass ich das Datum auf Japanisch geschrieben habe. Demnächst werden wir uns auch mit den Wochentagen beschäftigen. Tschane!